Gewürze, Chili, Tomaten. Thank you.
ist ja das Bewässerungssystem rechts hier. Ohne Bewässerungssystem, dann werden die Felder vielleicht schwierig Wasser bekommen. Ja. Wer organisiert das Bewässerungssystem? Ja, also da gibt es dann auch schon jemanden, der heißt Ulu Ulu bei uns hier. Aha. Ja, der organisiert dann alles, ja. Aber natürlich wird es schon von der Regierung gebaut, ja, und okay. Da ist der Mann, der dann sagt, wer bekommt heute das Wasser. Der. Ja. Heißt Tete Batu. Ja. Tete Batu ist ein Touristenort. Ja. Da gibt es deswegen auch schon gleich viele Unterkünfte, ja. Dass Touristen hier auch schon sich dann oft dann aufhalten, ja. Für eine Wanderung durch Reisfelder. Es gibt ja auch ein Programm Wanderung durch Reiswälder hier in Tete Batu und wird schon gern gemacht, ja. Das ist ein Soft-Tracking, ja. Dass man anschließend auch zu dem Regenwald dann hingeht, ja. Um die Gibbon zu gehen, zu sehen, ja. Okay. Gibbon ist ja dieser schwarze Affe, ja. Ja. Da gibt es dann auch zwar auch schon andere. Also die normalen Affen, die heißen Makaken, ja, die sieht man die kleinen. Schon überall, genau, ja. Ja. Aber die Gibbon, die sieht man ziemlich selten, die sind scheu, ja. Die kommen selten zum Boden, ja. Ja. Dann sind die meisten dort oben auf Bäumen. Ja. Ja, ja. Tete Batu ist sehr, sehr schön, also man kann auch gut hier übernachten. Das ist schon mitten der Reisfelder, ist genauso wie Ubud damals. Ja. Ubud auf Bali, ja, ja. Ist halt dann jetzt schon eine große Stadt geworden. Oft dann auch schon sehr viel los, chaotisch. Ja. Ja. Aber dann, damals so sah Ubud aus. Ja. Also das heißt, wenn man Bali vor 40 Jahren sehen will, dann kommt man einfach mal hierher nach Lombok. So ja. Ungefähr sieht es aus. Ja? Ja. Also viele Unterkünfte mitten der Reisfelder, dass man noch schön hier Spaziergang durch Reisfelder machen kann. Ja? Und auch das Leben der Einheimischen kann man auch schon hier sehen. Das traditionelle Leben. Das tägliche Leben, ja, ja. Kann man hier sehen schon. Ja. Dann aber jetzt Ubud natürlich ist ja schon sehr voll, ja. Aber wie gesagt, Ubud sah ungefähr so aus wie Tete Batu jetzt. Ja. Sehr schön, sehr angenehm, grüne Landschaft, ja. Nicht so touristisch, ja. 1995, ja, war zum ersten Mal auf Bali war und habe auch schon die Führung dort gemacht, ja, ja. Und war auch schon das Programm wie hier in Tete Batu jetzt, ne? Also ein Wanderungsprogramm, ja. Durch Reisfelder und Dörfer. Ja. Ja. Es war so schön, ja. Aber jetzt dann kann man ja nicht mehr so machen, weil überall vielen sind, ja, also Häuser, Hotels, ja, genau. Ja, und kann man ja
die Ursprünglichkeit des Ortes nicht mehr mitbekommen. Ja? Also, ja, es gibt zwar auch schon noch die Tempelritual oder genau, oder sagen wir mal, wenn die Königsfamilien ungefähr verheiratet sind, ja, oder verstorben, ja, ja, da gibt es normalerweise eine große Veranstaltung dort, ne? Ja. Tempelrituals zum Beispiel, ja. Und dann wird es meistens so groß gefeiert, weil die Leute in Ubud eigentlich zu den Kastensystem da so gehören, zu Adligen, ja. Okay. Und da werden alles dann sehr prachtvoll alles dann organisiert, ja. Ja. Wie zum Beispiel Hochzeit oder sogar Verbrennungszeremonien, ja? Ja, ja. Wird alles dann so ganz gigantisch gemacht, ja. Also wie die Balis zum Beispiel, die Schreine, wo die Leichen ungefähr hingelegt werden, dann sind alle dann farbig groß, einfach mal so schön gebaut, ja, und das kann auch schon sehr teuer kosten, ja. Also das, durch das Ansehen der Adligen da, wollen die halt immer so besonders dann das machen, ja. Genau, ja, und aber hier auf Lombok kennt man das nicht, ja, natürlich, da gibt es kein Kassensystem, ja, ja. Und die Menschen sind alle gleich hier, ja? Und werden auch gleich behandelt, ja. Und ja, also ist ja kein besonderes Leben von besonderen Familien, ja. Ja, ne? Also die werden alle gleich angesehen, ja, und so, ne. Ja. Also einfach mal so eine normal sowas, ne. Kastensystem gibt es nur auf Bali hier. Ja?